Bob, ich habe den Zug getestet. Alle Magnete funktionieren. Magnete? Ja, Buggy. Das hier ist eine Magnetschwebebahn und die fährt mit Magneten. Die Magnete vorne ziehen den Zug und die hinteren schieben ihn vorwärts. Ist das nicht beeindruckend, Buggy? Buggy? Aha, einfach toll. Jetzt muss doch mal das Dach dran kommen. Ich warte hier schon ewig. Was machst du denn jetzt da? Den Beton wegschaffen, damit er nicht mehr auf die Schienen tropft. Leo, hier ist Vinci. Kann ich das Dach jetzt runterlassen? Leo hier. Hallo da oben. Soll ich die kaputten Fliesen wegräumen? Ja, bitte. Das wäre super. Leo hat ja gesagt. Endlich geht's mit dem Dach los. Aufgepasst! Leo, ich hab gedacht, du machst erst den Beton weg. Ja, du hast recht. Oh, warte mal. Ich hab Vinci nicht Bescheid gesagt wegen des Dachs. Hallo Vinci, hier spricht Leo. Also, wo soll ich denn die kaputten Fliesen ablegen? Einfach nach unten. Irgendwo dort links. Okay, Mixi, jetzt kümmern wir uns um den Beton. Unten und irgendwo links? Wenn Leo das so will, kein Problem. Nein, Vinci! Zieh's wieder hoch! Zieh's hoch! Er hat wohl seine Meinung geändert. Es steckt fest. Jetzt kommt volle Krankraft! Oh, oh, das ist nicht gut. Oh. Wendy, der Lokführer ist da. Ich helfe ihm jetzt bei der Testfahrt. Okay, ich komme hoch und überprüfe die Signale. Oh, ihr macht jetzt wirklich eine Testfahrt mit dem Zug? Ja, wir fahren jetzt durch ganz Hochhausen. Wow, und wie schnell wollt ihr fahren? So schnell wie das schnellste Landtier dieser Welt. Der Gepard. Oh, ich will auch so schnell fahren wie ein Gepard. Wow, wow, wow. Oh, Buggy. Wow. Vielleicht bleibst du besser ein Bagger. Ich muss die Schienen reparieren. Aber zuerst muss der Beton weg. Was macht ihr hier? Ich musste einfach herkommen, als ich gehört habe, dass sie hier Weltraumroboter 3 drehen. Ich würde so gerne einmal D11D treffen. Ich kann sogar reden wie er. Biep, baba, biep. Ich mag ihn am liebsten. Buddel mag ihn nicht so gerne. Oh, da ist D11D. Oder D1, wie ich ihn nenne. Ich glaube, der Regisseur hätte mich gern in dem Film dabei. Das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht. Leo baut hier nämlich nur die Filmhintergründe. Ach übrigens, Bob hat mich gebeten, euch beide zu holen. Er baut Hintergründe? Das hört sich aber auch toll an. Eppos Kabel sind ein bisschen verknotet, Sophie. Ich spiele in dem Film mit. Also gehe ich jetzt besser und lerne den Text. Wir sehen uns. Piep, papa, piep. Leo, spielst du wirklich in dem Film mit? Tja, Karl gibt mir bestimmt eine Rolle, wenn ich ihm erst mein Schauspieltalent gezeigt habe. Psst, Leo, da ist der Regisseur. Deine Chance, entdeckt zu werden. Danke, Buggy. D11D, pass auf, hinter dir steht ein gefährlicher Weltraumroboter. Der Linsendeckel war noch drauf. Kein Wunder, dass ich nichts sehen konnte. Oh, hallo. Das sieht hier schon wirklich toll aus. Weiter so, Leute. Oh. Also, für die Mondoberfläche haben wir zwei verschiedene Arten von Sand zur Auswahl. Erstens dieser Sand. Er ist sehr dunkel. Und dann haben wir noch den hier. Der ist sehr viel heller. Mir gefällt der erste viel besser. Mir auch. Gute Wahl, Wendy. Also, dann nehmen wir den dunklen Sand. Oh. Ich bin begeistert. Fantastisch. Nur eine Kleinigkeit noch. Könnte da vielleicht eine Tür rein? Eine Tür, die sich öffnet, sodass die Weltraumroboter zum Vorschein kommen? Oh, das wäre einfach klasse, wenn das irgendwie möglich wäre. Das ist gar kein Problem, Karl.
Du hast die Ideen und ich setze sie um. Oh. Ich geb's auf, Buggy. Ich glaube, ich bin einfach doch kein Schauspieler. Was? Ich finde, du bist toll, Leo. Guck mal, da ist Sophie. Viel Glück beim Film, Leo. Wie soll ich ihr nur sagen, dass ich gar nicht mitspiele? Soll ich es ihr sagen, Leo? Piep, Papa, piep. Nein, wir sagen es ihr noch nicht. Du weißt doch, im Film ist einfach alles möglich. Entschuldigung! Wo mag nur die Vogelmama sein? Ich kann sie nirgendwo entdecken. Ich muss sie schnell finden, damit sie sich um ihre Eier kümmert. Vielleicht schlüpfen die Küken bald und sie brauchen doch jemanden, der für sie sorgt. Ich muss Jenny finden und fragen, was ich tun soll. Aber sie ist dort drüben bei der Dracheninsel. Oh, oh, es hilft nicht. Ich muss zu dieser Insel. Ich will nicht, dass den Eiern etwas passiert. Keine Angst, ihr kleinen Küken. Euer Freund Buddel passt auf euch auf. Oh, der Komodo-Drache! Oh, Bob, Wendy! Hilfe! Ich hänge fest! Leo, sei vorsichtig! Ich muss ihm helfen. Was ist hier los? Bob, dieser Drache klettert den Baum rauf und da hängt Leo. Leo, keine Angst. Wir holen dich da runter. Halte dich gut fest, ja? Okay, ich versuch's. Bob, ich glaube, ich komme bis zu ihm rauf. Los, versuch in Buddels Schaufel reinzuspringen, Leo. Das schaffe ich. Keine Sorge, Leo. Er kann dir nichts mehr tun. Toll gemacht. Das war prima. Buddel bringt dich jetzt runter, so vorsichtig wie es nur geht, Leo. Sehr super, gut gemacht. Buddel. Was ist passiert? Es gab ein kleines Drachenproblem. Danke, Buddel. Du bist echt mein Held. Ich bin kein Held, Leo. Das war alles meine Schuld, dass du da oben hängen geblieben bist. Wieso? Was ist passiert? Also, ich wollte zu Jenny. Auf einmal hat mich dieser Drache angefaucht und ich habe Angst gekriegt und bin rückwärts in die Brücke gefahren. Die reparieren wir wieder, Buddel. Viel wichtiger ist doch, dass du Leo gerettet hast. Du hattest mehr Angst um mich als um dich, Buddel. Das war echt tapfer. Wovor hat Buddel Leo gerettet? Vor ihm. Er ist aber in Wirklichkeit ein Weibchen. Oh, schaut nur, wie ruhig sie die warme Sonne genießt. Er ist gelb, er hat Mut, nur seinem Warnlicht geht's nicht gut. Du bist schuld, du bist in mich reingekracht. Das ist total ungerecht. Das war Buddel, das hast du mit Absicht gemacht, das weiß ich. Das war total gemein von dir. Du hast plötzlich gebremst, nur deshalb bin ich in dich. Ist jetzt auch egal. Ich bin sicher, Bob kriegt das wieder hin. Charlie ist gleich hier. Er ist unterwegs. Schon unterwegs? Ich krieg nie die höchste Punktzahl mit einem kaputten Licht. Ach, Buggy, das ist alles halb so wild. Ich versteck mich so lange, bis Charlie wieder weg ist. Wenn sie mich nicht finden, können sie mich auch nicht testen. Ganz einfach. Ah! Oh nein! Jetzt bin ich überall dreckig. Jetzt krieg ich noch weniger Punkte. Wo verstecke ich mich nur? Das hintere Tor. Ich versteck mich auf der Rückseite. Oh, Bob hat gesagt, wir sollen ihm Bescheid geben, wenn wir nach draußen fahren. Oh, Charlie ist da. Oh nein, so darf er mich hier auf keinen Fall sehen. Ja, hier drin wird mich keiner finden. Autsch. Jetzt habe ich mir den Reifen angestoßen. Hallo allerseits. Hallo, Charlie! Also, ihr wisst, was jetzt kommt? Klar, die Inspektion kann losgehen. Nein, noch nicht. Wo ist Buggy?
Buggy ist nicht hier. Er will nicht mitmachen, weil er keine 10 Punkte kriegt. Die Punktzahl ist doch ganz egal. Wir suchen ihn lieber mal. Gute Idee. Und wir fangen jetzt an. Also, wer ist der Erste? Ich nicht. Nö. Von mir aus gehe ich zuerst. Ich mach die Garage auf, falls du was brauchst. Buggy? Bist du da drin? Au! Ah! Oh! Au! Jetzt krieg ich bestimmt keinen einzigen Punkt. Buggy! Wo bist du? Gut gemacht, Buddel. Du bekommst alle Punkte. 10 von 10. Juhu! Was? Alle Punkte? Buggy! Ah, da ist ja unser fehlendes Fahrzeug. Buggy! Da bist du ja! Was gucken Sie denn so, Herr Brauer? Herr Brauer? Hi! Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Brauchen Sie eine Tasse Tee? Danke, Heppo. Oh, Leo, kannst du bitte die Bohrmaschine holen? Ich habe sie drin liegen lassen. Da drin sind hoffentlich keine Haie, oder? Nicht, dass ich wüsste. Keine Angst, Leo. Das ist nur ein Stofftier. Siehst du? Oh. Glaub mir, es gibt wirklich keinen Grund für dich, Angst zu haben. Ich verspreche dir, du wirst den Tigerhai lieben, wenn er erst hier ist. Ich frage mich, wo er nur bleibt. Hey, da ist Sophie! Oh, wow! Tim, guck dir das mal an! Wie cool ist das? Aha, das ist unser Haustierhai. Abgefahren! Echt, super! Kann er irgendwelche Tricks? Was für Tricks? So wie das hier. Komm, Oskar, gib Pfötchen. Gib laut. Oh! Und jetzt eine Rolle. Gut gemacht. Streifi, gib Flösschen. Oh, ihr fehlt nur ein bisschen Übung. Streifi, sprich. Vielleicht ist sie nur schüchtern. Streifi, mach eine Rolle. Oh, ich weiß was. Streifi, schwimm jetzt im Kreis. Sehr gut, braves Mädchen. Schlaues Fischlein. Nicht schlecht, aber kann sie auch einen Ball holen? Ja, sie ist toll im Ball holen. Guck! Streifi, hol! Psst, Buddel, hilf mir. Ich? Oh, hab verstanden. Gut gemacht. Das war lustig. Nochmal. Hol. Oh, oh. Oh. Oh nein. Oh, ich steck fest. Wie aufregend. Das ist die Vorwäsche. Oh, fantastisch. Alles läuft gut. Die Bürsten drehen sich exakt über ihre Achsen. Das Waschportal gleitet über die Schienen. Was ist das? Der Reinigungsschaum. Der ist wie Shampoo für die Autos. Und jetzt wird noch mal gespült. Wow! Fantastisch. Ich danke euch allen. Jetzt muss ich aber schnell meine Benzinpumpen anstellen, dann können die Kunden wiederkommen.
Halt! Wartet bitte mal! Ich muss noch mal über den Asphalt rollen. Wieso denn, Rollo? Ich habe etwas vergessen und ich befürchte, es könnten kleine Asphaltteilchen in die neue Waschanlage geraten. Oh je, das hört sich nicht gut an. Die könnten im Waschportal landen und dann geht es vielleicht kaputt. Die ganze Waschanlage? Schon gut, schon gut. Jetzt pass mal auf, Rollo. Leo macht noch einen Testlauf, nur für dich. Dann kannst du von hier aus alles prüfen und wenn sich ein Stückchen Asphalt löst, kannst du noch mal drüber rollen. Danke, Bob. Leo? Alles klar, Bob. Nicht zu dicht ranfahren, Buddel. Okay, grün ist zum Starten. Oh, oh, ich sehe da hinten losen Asphalt. Wo? Dort, kleines Stückchen Asphalt, neben dem Rohr. Die roll ich sofort platt. Nein, Rollo, nicht während die Anlage läuft. Dauert nur einen Moment. Rollo, komm zurück. Oh, oh je, ich setz lieber zurück. Rollo, pass auf, halt! Oh nein! Fahr vorwärts, Rollo, vorwärts! Ah. Zurück, Rollo, zurück! Oh nein! Oh, oh, oh! Hilfe! Hilf mir da niemand! Oh je! Ganz ruhig, Rollo. Wir holen dich da schnell wieder raus. Ah. Oh nein. Auch das noch. Ich glaube, ich esse heute Abend lieber wieder ein Thunfischbrotkuschel. Aber keiner wusste, dass etwas Unheimliches in den Wäldern lauerte. Und was ist dann passiert, Leo? Dort drüben ist ein Lagerfeuer. Da ist bestimmt Leo. Es rumpelte und pumpelte im Dunkeln. Und seine Augen waren so groß und leuchteten, dass man geblendet war. Und es schrie so fürchterlich, dass alle Haare weiß wurden. Über Nacht. Oh, das Geräusch mag ich nicht. Stell dich nicht so an, Buddel. Mach deine Lichter an, wenn du Angst hast. Hä? Oh. Ah. Das Ungeheuer. Alle Mann rein zu Betty, na los! Kriegen wir jetzt alle weiße Haare? Red keinen Unsinn, Anton. Und lass bitte meine Hand los. Du auch, Tim. Ich wollte nur, dass du keine Angst mehr hast, Mila. Wir bleiben lieber hier drin, bis die Ungeheuer verschwunden sind. Soll ich vielleicht deine Hand halten, Leo? Wir fahren nach Hause. Schnallt euch bitte alle an. Schnell weg von hier. Oh nein! Leo, fahr nicht weg! Lass mich nicht mit den Krabbelfiechern allein. Oh. Hä? Hallo? Was tust du denn hier? Sagst du. Ich gehe schnell runter zu Bob und nehme das Seil gleich mit. Kommst du, Mixi? Oh ja! Ist wirklich alles in Ordnung, Leo? Du kommst mir heute so seltsam vor. Nein, nein, mir geht's gut, danke. Wirklich. Juhu,
jetzt darf ich noch mehr Beton gießen. Danke, Wendy. Mixi? Bob, ist mit Leo alles in Ordnung? Er sieht so traurig aus. Echt? Ich frag mich, was er wohl hat? Ich glaube, dass Leo kein Baumeister mehr sein will. Was? Das hat er vorhin zu Heppo gesagt. Es gibt nichts Besseres, als zu bauen. Bob, ich bin hier fertig, also helfe ich Leo und Heppo. Okay, Buggy. Hallo, Heppo. Mixi sagt, es stimmt was nicht mit Leo. Ja, er meint, er wäre kein guter Lehrling. Ich glaub's einfach nicht. Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Was ist denn mit dem Seil los? Das hat Leo doch an der Plattform festgemacht. Ich sehe mal kurz nach. Ach, da fehlen ja noch Bolzen. Das hätte richtig gefährlich werden können. Ich sollte besser kein Baumeister werden. Leo, wo willst du hin? Ich glaube, ich gebe auf, Heppo. Bauen ist nichts für mich. Was? Oh nein! Leo verlässt unser Team. Wir müssen sofort etwas tun, Buggy. Leo, mach doch mal eine Pause. Tee, Kekse, was du willst. Wir bringen das hier schnell in Ordnung. Am Haken. Alles wird wieder gut, Leo. Wirst schon sehen. Verlass uns nicht. Heppo, der Beton ist noch nicht trocken. Oh nein, jetzt ist es noch viel schlimmer als vorher. Oh, ich weiß was, ich hab's. Keine Angst, euer Freund Buggy rettet den Tag. Ich drück das ganze Ding wieder hoch, babyleicht. Sehr gut, Buggy. Schieb weiter, noch weiter. Zu weit, jetzt kracht es zusammen. Oh. Das war nicht gut. Oh. Was ist denn hier los? Na ja, okay. Wie wär's jetzt? Wir haben noch jede Menge Zeit, Heppo. Sobald der Beton getrocknet ist, kannst du Stella hochheben. Hab ein bisschen Geduld. Okay, Bob. Ich bin geduldig. Und bereit. Sehr gut. Alles fertig. Oh, sie sind fertig. Dann hol ich schnell Stella. Oh, vorsichtig. Lass mich mal sehen, Heppo. Ich will sie auch sehen. Das geht nicht. Ich muss Stella zur Startrampe bringen. Oh je, oh je. Hm? Warte, Heppo. Noch nicht! Vorsicht, Heppo! Du zerreißt den Fallschirm! Was habe ich gemacht? So was Dummes! Oh nein! Stella! Sie ist kaputt! Das tut mir schrecklich leid, Mai. Ich wollte alles genau richtig machen und nun ist alles ganz falsch. Ich hab dir gesagt, du sollst noch Geduld haben, Heppo. Den Rekord kann ich für immer vergessen. Meine schöne Rakete liegt hier mitten im Beton. Hör zu, Mai. Stella wird fliegen. Wir kriegen das hin. Wirklich? Schafft ihr es, dass Stella wieder fliegen kann? Jo, wir schaffen das! Aber in 2 Stunden müssen wir starten. Dann werden wir uns beeilen bis zum Countdown. Wir schaffen das wirklich, Mai. Ich weiß, ich kann auf dich zählen, Bob. Okay, Heppo. Zuerst holen wir Stella aus dem Beton raus. Ja, Bob. Langsam. Vorsichtig. So kann sie nicht fliegen. Der ganze Beton klebt noch an ihr. Dann müssen wir ihn schnell abkriegen, bevor er trocknet. Vielleicht. Ja, Heppo? Könnten wir Stella in deiner Werkstatt mit der großen Waschanlage sauber machen? Das ist eine tolle Idee. Aber vielleicht sollte Buddel sie auf seiner Ladefläche dahin bringen. Das tue ich gern.
Ich bringe sie sicher dahin. Ich möchte sie fahren. Ich bin an allem schuld und mache das wieder gut. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, Heppo. Es geht einfach schneller, wenn Buddel sie fährt. Wenn du dich um Stella sorgst, kannst du ja mitkommen. Du hast recht, Wendy. Wir müssen zusammenarbeiten. Die Markierung ragt heraus. Ich bin mir nicht sicher, ob die Stützbalken darin halten. Ich muss noch mal auf die Pläne gucken. Ich habe eine Idee. Wieso fangen wir nicht an? Heppo, du lässt die Balken herab und ich bringe sie in Stellung. Also, ich weiß nicht. Wir sollten warten, bis Leo das überprüft hat. Was, wenn der Graben nicht tief genug ist? Oh, ich bin sicher, dass er das ist. Ich habe echt ewig lange gegraben. Na ja. Oh, komm schon. Ich will die Drachen rutschen sehen. Okay. Wenn du sicher bist. Okay. Sie sind drin und sind gerade. Mixi, füll den Beton rein. Schon unterwegs. Prima. Ich teste jetzt die Lichter. Kannst du mal gucken, ob sie auch wirklich funktionieren? Ja, mir entgeht nichts. Ich gucke genau. Sehr gut. Hallo, Tim. Na, was machen deine Partypläne? Okay, Buddel, geht los. Und Buddel, gehen die Lichter? Entschuldige, Bob. Oh ja. Alles klar. Okay. Jetzt hab ich's, denke ich doch. Dann lasst uns anfangen. Fertig. Und jetzt bin ich weg, um mir die Drachen anzusehen. Hä? Aber der Graben, war er tief genug? Buggy sagte, er war's. Er hat ewig lange gegraben. Oh, alles klar. Ich hab die Pläne wohl nicht verstanden. Sie waren verwirrend. Okay, lasst uns den Turm bauen. Ich liebe Drachen. Ich bin schon so gespannt auf die Rutschen. Oh. Wow. Hallo, Buggy. Da du Drachen so gern hast, könntest du doch vorausfahren und aufpassen, dass Schleppo auf den letzten paar Metern nichts im Weg steht. Wirklich? Soll ich? Oh, das ist so cool. Danke, Wendy. Fertig, Schleppo? Fertig, Buggy. Okay, die Rutschenteile sind hier. Heppo wird sie auf die Balken runterlassen. Leo und ich werden sie dann befestigen. Aha. Verstanden. Sie sind losgefahren, Wendy. Jetzt beginnt Teil 2 unseres Geheimplans. Also, Team, dies ist der Geheimplan. Während Leo Charlie ablenkt, arbeiten wir hier an einer großen Geburtstagsüberraschung für ihn. Oh, wow. Es ist bestimmt ein Haufen Kies. Ich liebe Kies über alles. Sag schon, Bob. Nein, Buddel. Ein Haufen Kies ist es nicht. Charlies Werkstatt bekommt ein komplett neues Aussehen. Ich liebe Autowerkstätten. Wenn ich nicht so viel bauen würde, wäre ich bestimmt ein super Mechaniker. Herr Heppo, mir scheint, Ihre Bremsen müssten dringend mal wieder geölt werden. Heute brauche ich dich aber, um hier zu helfen, Buggy. Wir bauen nämlich ein neues Dach, bringen ein neues Schild an. Aber das Beste daran ist, wir bauen eine neue Hebebühne für die Fahrzeuge. Was ist eine Hebebühne für Fahrzeuge? Na ja, Buddel, das ist eine... Schon gut, Heppo. Ich erklär's euch. Eine Hebebühne ist eine Art Aufzug, der die Fahrzeuge anhebt, damit man sie von unten anschauen kann. Dann sieht man gleich, was kaputt ist. Richtig, Bob? Ja, ganz genau. Jetzt haben wir viel zu tun in sehr kurzer Zeit. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Vielleicht wäre es besser, nur schnell ein Brötchen da im Café zu essen. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin immer etwas unruhig, wenn mich irgendjemand vertritt. Oh, Papa, komm schon. Das ist doch nicht irgendjemand. Das ist Bob. Du hast doch heute Geburtstag. Wir essen gleich im super tollsten Restaurant von Hochhausen. Na los, entspann dich. Genieß es. Aufzug fährt nach oben. Ich bin entspannt.
Langsam. Sachte. Sehr gut, Heppo. Ein bisschen mehr nach rechts. Und jetzt ganz gerade runter. Perfekt. Gute Arbeit. Oh, was für ein super riesiges Werkzeug. Wir Mechaniker kennen uns mit sowas aus. Ich könnte problemlos ein Auto reparieren mit Hilfe so eines Teils. Was erzählt Buggy denn da? Ich verstehe gar nichts. Ich glaube, er versteht es selbst nicht. So, die letzte Dachplatte ist auch eingebaut. Jetzt müssen wir nur noch das neue Leuchtschild aufhängen und das Gerüst entfernen. Sieht aus, als wenn Charlies Überraschung rechtzeitig fertig wird, falls nichts dazwischen kommt. Hallo? Kann mir jemand behilflich sein? Ich glaube, ich habe hier ein kleines Problem. Immer schön vorsichtig. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Das wär's, Schleppo. Perfekt. Gut, das hätten wir. Ja, jetzt sehen wir mal nach, wie die anderen vorangekommen sind. Das ist jetzt bestimmt fertig, oder? Wow, der Stein flitzt schnell übers Eis. Ah, vielleicht kann ich ja auch so schnell über das Eis flitzen. Juhu! Juhu! Ich spiele Eishockey! Das Wasser auf der Eisbahn müsste jetzt gefroren sein. Lust auf eine Schlittschuhfahrt, bevor die Sportis Hochhausen kommen, Bob? Warum nicht? Früher fand ich Schlittschuhlaufen immer ganz toll. Ich weiß ja nicht. Eis macht keinen Spaß, wenn man ein Fahrzeug ist. Hast du etwa schlechte Erfahrungen mit Eis gemacht, Schleppo? Oh ja, du sagst es. Am schlimmsten war der eisige Norden. Die Straßen dort waren immer glatt und rutschig. LKWs und Anhänger schlitterten über die Straßen. Schleppo habe ich dann zu mir gesagt, du musst jetzt sehr, sehr langsam fahren. Du bist im eisigen Norden. Schleppo? Ja, Wendy? Hier in Hochhausen ist kein Eis auf den Straßen, also müssen wir eigentlich nicht sehr, sehr langsam fahren, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Hier bei uns ist kein Eis. Da hast du recht. Aber ich muss immer wieder daran denken, weißt du? Und es war schon gut, im eiskalten Norden so langsam zu fahren. Denn eines Tages... Juhu! So viele Steine kann ich aber nicht auf einmal tragen, Leo. Das kriegen wir hin, Buggy. Den Rest kann Buddel transportieren. Wo ist Buddel? Den habe ich schon länger nicht gesehen. Juhu! Buddel! Oh, Buddel, was tust du da? Hey, Buggy, hier für dich. Buggy, nein! Ups, ich hab ihn. Und schon kommt er zurück. Och, ich will das auch versuchen. Nein, Heppo, du nicht auch noch. Langsam, Heppo. Oh, ich kann nicht. Du hast da was übersehen. So, jetzt ist alles fertig. Was ist in der Tüte? Oh, das ist nur mein Wurstbrot. Ich wollte bloß dabei sein, wenn der große Tyrannosaurus Rex hier ankommt. Also esse ich mein Mittagessen einfach hier, während ihr das Skelett abladet. Wenn ihr einen Dinosaurier sehen wollt, ist heute euer Glückstag. Ich habe hier einen ziemlich großen. Wow! Der ist ja wirklich riesig. Sehr beeindruckend und hervorragend erhalten. Also dann bringen wir ihn hinein. Seid vorsichtig! Das Skelett ist 65 Millionen Jahre alt. Das ist aber wirklich ganz schön alt. Schön, sachte. Wartet noch einen Moment. Ich möchte noch ein paar Fotos machen. Fertig.
Das sieht nicht gut aus. Der passt da doch niemals durch. Was? Aber ich hab euch doch die genauen Maße gesagt. Was habt ihr getan? Oh, sie haben Bob gesagt, die Türen müssen 6 Meter breit sein und 3 Meter hoch. Ja? Nein. Ich wollte sagen, 6 Meter hoch und 3 Meter breit. Ach, du liebe Güte. Oh, das ist gar nicht gut. Die Tür ist zu klein und der Dinosaurier ist zu groß. Er wird da niemals durchpassen. Aber das sollte er. Die Bürgermeisterin kommt bald, um sicherzugehen, dass alles für die Eröffnung morgen fertig ist. Aber der Dinosaurier wird auf keinen Fall durch die Tür passen. Wie wäre es seitlich? Ach, Buggy. Es gibt vielleicht eine Möglichkeit. Wenn wir das Skelett auseinanderbauen, können wir die Knochen reintragen und drinnen alles wieder zusammensetzen. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Wir sollten nichts tun, bevor Bob wieder zurück ist. Aber es wird spät und Bürgermeisterin Baugroß ist bald hier. Ich finde die Idee wirklich gut, Heppo. Na los, worauf wartet ihr? Bauen wir den Dino auseinander. Oje, Mini, das ist ganz schön knifflig. Ich glaube, der muss da oben hin. Oje. Ich finde, er könnte höher sein. Dann kann man ihn noch mehr bewundern. Buggy, wir sollten ihn nicht zu hoch bauen. Es ist ein Berg, er muss groß sein. Aber was ist, wenn Bob das nicht will? Ein großer wilder Bär braucht einen großen Berg, damit er sich wohlfühlt. Kommt schon. Nur noch ein kleines bisschen höher. Na gut, okay. Wenn der Bär sich dann wohler fühlt und nicht mehr ganz so wild ist. Heppo, solange es nur ein kleines bisschen höher wird. Ja, legen wir los. Was? Aber wir sind nicht fertig. Bob, Bob! Was ist los, Jenny? Es geht um den Bären. Oh nein, sag nicht, dass er nicht kommt. Doch, er kommt, nur er kommt nicht wie geplant nächste Woche. Er kommt schon heute. Was sollen wir nur tun? Nein, nein, er ist noch nicht hoch genug. Ich dachte, diese Steine sollten um das Becken gelegt werden. Wir brauchen noch ein paar mehr. Also ehrlich, Buggy, der Berg ist jetzt ziemlich hoch. Weißt du was? Echte Berge sind noch 100-mal höher. Und er soll doch so echt wie möglich aussehen. Du möchtest doch nicht, dass der Bär traurig ist, oder, Heppo? Nein, natürlich nicht. Dann bauen wir den Berg höher. Ich glaube, ein bisschen mehr kann nicht schaden. Hier kommt noch ein Stein. Jetzt kommt die nächste Schaufel. Mach dir keine Sorgen, Jenny. Wir liegen gut in der Zeit. Wir kriegen das Gehege rechtzeitig fertig. Hallo, Bob. Wir haben ein paar Bäume mehr mitgebracht. Jemand konnte sich nicht zwischen den Bäumen entscheiden. Jetzt haben wir eben 2. Und Brombeer- und Heidelbeerbüsche haben wir auch. Eine gute Wahl. Bären lieben Bären. Wir sind bald fertig, Jenny. Ich kann's nicht erwarten, es zu sehen. Hier kommt noch ein Stein. Hier kommt noch eine Palette. Nur noch eine klitzekleine Schaufel voll. Halt! Der Berg hält keine Steine mehr aus. Er stürzt ein, sieh nur, Bob. Vorsicht! Los, Team, los! Das ist aber nicht sehr sportlich, Leo. Doch, doch, ich trainiere meine Daumen. Mach ich das gut, Sarah? Hey, pass auf, Buggy. Entschuldigung, ich bin nur so aufgeregt, weil ich beim Hindernislauf mitmache. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, Buggy, aber du wirst nicht dabei sein. Oh, ich wollte doch den Weltrekord brechen, genau wie Sarah. Das tut mir leid, Buggy, aber der Fitnesspark ist nur für Menschen gemacht. Wo du es gerade sagst, wir müssen ja mit dem Fitnesspark weitermachen. Könnt ihr beide mir bei der Seilbrücke helfen? Das ist echt ungerecht. Alle haben Spaß beim Hindernislauf und wir?
Obwohl... Oh, oh. Oh, mir kommt gerade eine geniale Idee. Hui. Das hat doch noch nie geklappt mit deinen genialen Ideen. Diesmal haut's hin, Heppo. Wisst ihr was? Wir machen einfach unseren eigenen Hindernis-Spaß-Wettbewerb. Bagger, Schaufelbagger und Kräne, willkommen zur Weltmeisterschaft der Baufahrzeuge. Ja! Er ist groß, stark und blau. Er hebt euch hoch und trägt euch weg. Willkommen, Heppo! Juhu, Heppo! Und hier ist der große rote Schaufelbagger mit dem großen roten Herz. Das bin ich. Juhu! Und nun? Dieser Bagger ist gelb und ein echter Held. Buggy! Los, Buggy! Danke, Mixi. Und nun allen viel Glück. Mir ganz besonders. Dies ist die erste Baufahrzeug-Weltmeisterschaft überhaupt. Und wir werden so viele Rekorde brechen wie niemand je zuvor. Ja, ich muss es schaffen. Runde 1. Gewicht heben. Achtung, fertig, los! Und der Gewinner ist der große blaue Kran. Wow, ich habe im ganzen Leben noch nie was gewonnen. Toll gemacht, Heppo. Das ist der neue Weltrekord. Wie hast du das geschafft? Also eigentlich ganz einfach. Mit Hilfe meiner Superkrankraft habe ich meinen Arm nach oben ausgefahren, um höher zu kommen als die anderen. Mach dir nichts draus, Anton. Ich kann auch nicht tanzen. Jeder kann tanzen, Heppo. Du musst nur deinen eigenen Stil finden. Kommt mit, wir gucken uns die Tanzfläche an. Hier lang. Ich tanze. Ich kann doch tanzen. Ich kann's. Dam di ram dam da ra ta ta ram du ri ram du. Konzentrieren Sie sich, Herr Brauer. Ich muss das perfekt können bis heute Abend. Noch einmal und bitte etwas mehr Gefühl. Vorsichtig, ganz sanft die Knie beugen. Das ist echt cool. Wie toll es wäre, wenn wir darauf tanzen dürften. Oh ja. Aha. Ist das hier meine Tanzfläche? Simon! Hallo! Hallo! Wir sind nicht ganz fertig, Senor de Sousa. Es fehlen noch Sperrholzplatten und die Tanzoberfläche. Darf ich mir das kurz ansehen, bitte? Selbstverständlich. Heppo, holst du das Sperrholz bitte her? Aber gern, mit Vergnügen, Bob. Sieh dir unseren Tanz an, Simon. Da nur mitmachen dürfte. Heppo! Oh, mein Schwingboden! Oh, Vaio, Senor de Sousa, es tut mir so schrecklich leid. Ich bin viel zu groß und ungeschickt für so einen Schwingboden und werde natürlich auch niemals auf einem tanzen. Ich bring das wieder in Ordnung, versprochen. Ehrlich, das war ein Unfall. Und dabei wollte er so gerne tanzen. Erzähl es nicht weiter, aber als ich ein kleiner Junge war, ich hatte nicht die richtige Größe und Figur zum Tanzen. Ich habe damals alles umgestoßen. Wirklich? Das ist ja genau wie bei mir. Aber ich wollte unbedingt tanzen, mehr als alles andere in meinem Leben. Diesen Wunsch ließ ich mir nicht nehmen. Ich habe geübt, geübt, bis ich dann endlich der Superstar wurde, der ich heute bin. Du darfst deine Träume niemals aufgeben, Heppo. Hey, Freunde, es ist Bob. Hallo, Team. Wir müssen im Stadion einen riesigen Fernseher anbringen und ganz Hochhausen zählt auf uns. Okay, Team, ihr habt's gehört. Packen wir es an. Kommt und lernt uns alle kennen. Es sind so viele Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit.
jeder ruft jetzt laut. Schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut. Schlag ein. Halt ihn ganz ruhig, Heppo. So, fertig. Ein viereckiger Stahlrahmen, an dem wir den Fernseher aufhängen. Und was kommt als nächstes, Leo? Lass mich nachsehen. Juhu, Heppo! Du ahnst nicht, was passiert ist. Ich hatte gerade eine super-duper Idee. Wir hängen Banner auf für die Sportis Hochhausen und mich. Aber dazu brauchen wir deine Hilfe. Oh, ich helfe natürlich sofort. Wunderbar, dann bitte hier entlang. Gut, Heppo. Als nächstes müssen wir an der Rückseite vom Rahmen ein, zwei Stützen anbringen. Heppo? Wo ist der hin? Also gut, dann werde ich die Rahmenstützen eben allein bauen. Was soll's? Wow, der ist ja wirklich groß. Ob die Fernbedienung auch so groß ist? Genau genommen hat dieser Fernseher keine Fernbedienung. Mein Tablet wird ein Signal empfangen und es zum Fernseher senden. Und dann schauen wir das Quiz auf dem Bildschirm. Wow! Hier, ich zeig's euch. Hast du wieder dein Passwort vergessen, hä? Das kennt doch jeder. Ja, Baumeister Nummer 1. Oh, Bob. So, alle Banner sind aufgehängt. Schlagt ein, Leute. Schlag ein. Danke, Frau Bürgermeisterin. Ich find's echt cool, dass Sie an die Banner gedacht haben. Cool? Was, ich? Wie wär's dann mit noch einer super-duper Idee? Was haltet ihr von einer Popcornmaschine? Ich ruf Fritti an, dann kannst du sie gleich abholen, Heppo. Klaro. Oh, das heißt, du hilfst uns? Na, schmeckt der Schnee, Bob? Alles okay? Ja, aber ich mag den Winter wirklich nicht. Wow! Bob ist einfach super Snowboard gefahren. Darf ich die Piste auch mal runterfahren? Ich habe leider nur Schneeketten für Heppo. Ohne die kannst du nicht auf der Piste fahren. Oder du wirst ins Rutschen und Schlittern geraten. Aber Buddel darf es doch auch und er hat keine Schneeketten. Aber seine Laufflächen geben ihm einen besonderen Halt. Tut mir leid, Buggy. Oh, ich wäre sicher auch ein guter Snowboardfahrer. Okay, Heppo, heb den Querbalken zu mir hoch. Ich mach ihn am Stützturm fest. Schalte ihn ein, Leo. Wir sind soweit. Okay, Bob. Der Sessellift ist fertig. Wahnsinn! Wollt ihr Snowboarder eine erste Fahrt wagen? Ja, bitte. Danke, Team Bob. Vielleicht könnte ich die Piste doch mal kurz ausprobieren, wo gerade niemand hinsieht. Wow, was für eine spitzenmäßige Aussicht. Ich kann sogar unser Haus sehen von hier. Hallo, Team Bob. Hohoho, das macht Spaß. Seht alle her, das ist total abgefahren. Das ist ziemlich gefährlich. Oh, Bagger im Anflug! Stopp, Buggy! Ich kann nicht stoppen! Kein Wunder, du hast ja auch keine Schneeketten. Achtung, alle aus dem Weg! Vorsicht! Alles okay bei euch? Uns geht es gut, Bob. Das ist super cool. Bleibt ganz ruhig. Ich werde jetzt die Notbremse ziehen. Aber Bob, die Notbremse ist ganz da unten bei der Talstation. Dann gibt es nur einen Weg. Los, Bob! Oh, ich
kann Dennis Blitz nirgendwo sehen. Ah, Leo, hilfst du mir, die Pyrotechnik aufzubauen? Pyro, was? Die Pyrotechnik. Also das Feuerwerk, das gleich die ganzen Funken versprüht, wenn Dennis fliegt. Komm mit, ich zeig's dir. Wartet, da ist er. Dennis Blitz. Ja. Oh nein. Er geht. Ich muss ihn kennenlernen. Okay, Leo. Das hier sind die Feuerwerkskörper. Sie leuchten auf und sprühen dabei lauter Funken. Aber von wo starten wir das Feuerwerk denn nachher? Von ganz da oben. Wichtig ist, dass die Funken später nur nach oben sprühen. Und deshalb zeigen die Öffnungen auch nach oben. Wenn die Öffnungen nämlich nach unten zeigen würden, könnten die Funken auf die Scheinwerfer treffen. Dann würde ein Feuer entstehen. Ganz genau. Aber da alle Feuerwerkskörper richtig rumhängen, kannst du sie jetzt hochfahren. Da ist er. Dennis Blitz. Dennis Blitz. Oh. Buddel? Oh, Dennis, oh nein. Blitz. Los, halt an. Oh, Buddel. Entschuldige, Leo, aber ich suche Dennis Blitz. Ach. Puh, die Öffnung zeigt immer noch nach oben. Dennis Blitz! Dennis Blitz! Dennis Blitz! Bob, der Baumeister? Oh, Dennis, freut mich, dich kennenzulernen. Wow, du hast einen Hammer und einen Meißel. Oh, ich liebe einfach alles, was mit Bauen zu tun hat. Sieh mal, Dennis, ich hab einen Kran. Und ich kann toll buddeln. Dennis, wir müssen los. Karl will, dass ich deinen Sicherheitsgurt teste. Und ganz besonders mag ich Bagger und Kräne. Wow, ihr seht super aus. Das könnte noch eine Weile dauern. Wow, was für eine Schaufel. Dennis muss hier irgendwo sein. Hey, Buddel, kannst du mir helfen? Natürlich. Was kann ich für dich tun? Du könntest für mich nachsehen, ob die Lichter an den Feuerwerkskörpern noch grün sind. Wenn sie rot leuchten, weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Kein Problem, Bendy. Buddy? Was machst du denn hier? Oh, hallo, Heppo. Ich guck mir nur das Wasser an. Leo will mir Angst einjagen mit Geschichten von so einem Fisch hier im Fluss. Aber Fische leben nun mal in Flüssen. Vielleicht auf dem Land, aber doch nicht in einem Fluss mitten in einer Stadt wie Hochhausen. Ich glaub nicht, dass Leo sich das ausdenkt. Naja, sobald ich Bob das Seil gebracht hab, werf ich noch mal einen Blick drauf. Nur um sicher zu gehen. Oh. Jetzt kommen noch mehr Seile zu euch rauf. Ich habe das nächste Stück für den Brückenboden mitgebracht. Danke, Heppo. Legst du das bitte am Ende der Brücke ab? Okay. Heppo, könntest du kurz hier aufpassen? Leo, Bob und ich wollen einen Schluck Wasser trinken. Natürlich, Wendy. Kein Problem. Danke dir. Hey, Heppo, hier ist kein Fisch zu sehen. Fahr nicht zu dicht ans Wasser, hörst du? Ich hab doch keine Angst vor Wasser. Guck! Oh, oh, schönes Wasser. Oh, toll. Ah! Oh, oh. Was ist denn? Ich glaub, da ist was in meiner Baggerschaufel. Oh. Das ist ein Fisch. Leo hat also doch recht gehabt. Ein Riesenfisch mit einem supergroßen Maul voller hässlicher Zähne und Stacheln auf dem Rücken. Na ja, ich will dir keine Angst einjagen. Aber es stimmt. Ah! Hilfe, Heppo! Nimm ihn raus! Hilfe! Hilf mir! Heppo! Ich denke, wir kriegen die Brücke rechtzeitig zum Lauf fertig, oder? Und wer denkst du gewinnt? Keine Ahnung, aber Sarah Zappel gewinnt fast immer. Kommt schon, lasst uns weitermachen. Ohne Brücke gibt es schließlich auch keine Ziellinie. Hilf mir! Ah! Ah! Holt den Fisch raus! Der hüpft in meiner Schaufel herum! Pass auf, Buggy! Fahr langsamer! Ah! Ah! Ah!
Zum Glück ist er abgehauen. Was ist hier los? Oh, ich fall hier gleich runter. Hilfe! Keine Angst, Heppo, du fällst nicht runter. Bleib ruhig. Versuch langsam vorwärts zu fahren. Das funktioniert nicht. Heppo kann nicht vorwärts fahren. Seine Räder hängen in der Luft. Was sollen wir nur tun? Schade, dass wir ihn nicht wie ein Fisch an Land ziehen können. Halt, warte mal. Das bringt mich auf eine Idee. Heppo, nicht bewegen. Du tust jetzt genau das, was ich dir sage. Buggy. Hier rein. Die Frau Bürgermeisterin und ihre Katze kommen heute Abend. Dann müssen wir bis heute Abend fertig sein. Da bleibt uns aber nicht viel Zeit. Oh, seid ihr so nett und achtet auf Oskar? Er kann nicht mit zu den Hausbesuchen. Ich habe nämlich einige Katzenpatienten heute. Also gut, Team. Wir teilen den Empfang der Tierarztpraxis in zwei Räume. Ein Warteraum ist nur für Katzen. Und der andere Raum ist für Hunde. Das ist ganz einfach. Also packen wir es an. Oh, Moment mal. Die Säge hier ist ganz schön laut. Nicht, dass Kuschel und Oskar davon Angst bekommen. Ich kümmere mich um Kuschel und Oskar. Ich kann nämlich super gut mit Tieren umgehen. Leo, sie dürfen sich aber nicht zu nahe kommen. Die beiden mögen sich gar nicht. Au, ja, na klar, das weiß ich doch. Ich nehme immer nur einen. Und wir können schon mal alle Arbeiten erledigen, die den Tieren keine Angst machen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, das Team sind wir der Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Bob, darf ich schon den neuen Weg ausbaggern? Warte noch. Leo muss Oskar erst in Sicherheit bringen, bevor wir mit den lauten Arbeiten beginnen. Leo sollte sich ein bisschen beeilen. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich frag mich, wo er steckt. Hierher, Kuschel. Kuschel. Ja, komm zu mir. Ach, bitte. Bob will mit der Arbeit anfangen. Komm schon, Leo, du schaffst das. Erwischt. Jetzt muss ich nach Oskar sehen. Nein, nicht Kuschel. Pass auf. Au, 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 au. Warum sind auf der Anleitung Nummern von 1 bis 40 drauf? Weil das die Anzahl der Tasten auf dem Klavier ist? Absolut richtig, Leo. Es gibt 40 Tasten. Und jede Taste macht einen anderen Ton, Buggy. Du bist der Richtige für die Aufgabe. Aber jetzt muss ich wieder zurück in mein Spielzeug laden. In Ordnung. Also, Leo und Buggy bauen das Klavier zusammen und ich baue mit dem Rest des Teams die anderen Spielgeräte auf. Claro. Also, ihr beiden wisst, wie man das Klavier zusammenbaut? Wir haben die Anleitung, falls wir nicht weiter wissen. Es sieht aus wie ein großes Puzzle, Bob. Und ich bin ein großartiger Puzzler. Na, das höre ich gern. Wenn ihr Hilfe braucht, ruft ihr mich, okay? Also dann, sehen wir uns die Klavierteile mal genauer an. Das hier ist bestimmt der untere Teil. Ja. Und das sind die Tasten. Warum sind da weiße und schwarze? Ich dachte, du weißt so viel über Musik. Das tue ich auch, aber nicht alles. Die schwarzen Tasten machen andere Töne als die weißen Tasten. Ah, du kennst dich echt aus. Du kannst die Tasten jetzt hier rüberbringen, Buggy. Schon unterwegs. Wozu mögen diese Nummern gut sein? Ach ja, das ist bestimmt, um sicherzugehen, dass alle 40 Tasten geliefert wurden. Buggy, du hast alle durcheinander gebracht. Jetzt brauche ich doch die Anleitung.
Wo ist sie? Die liegt dort drüben, aber wir brauchen sie nicht. Sieh mal, das ist Babyleicht. Man sieht an den Formen auf der Unterseite, wohin die Tasten gehören. Oh ja! Die beiden haben dieselbe Form. Sie kommen dahin, wo sie reinpassen. Es ist ein Puzzle, das habe ich gleich gesagt. Guter Einfall, Buggy. Könnt ihr beide jetzt anfangen? Na klar doch, Bob. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Oh, das sieht ja perfekt aus. Oh.